keine Beine in die Hand, da kommt der Bus. Und wenn wir den verpassen, dann kriegt uns die Schneefrau, die mit den weißen Kleidern und dem kalten Blick. Und deren Beute werden wollen wir doch nicht. Siehst du die Äste vor dem Mond gehüllt in Frost? Und wie der Nebel nach und nach alles verschluckt. Und meine Füße schlittern immer, ob ich laufe oder stehe. Mein Atem zeigt sich weiß, flirtet mit dem Schnee. Also Spitz finde ich toll und Kuruli zum Beispiel. Aber ich kenne noch gar nicht genug. Also ich bin auch immer auf der Suche nach neuer japanischer Musik. Ich finde einfach, dass japanische Musik ist nochmal viel melodischer. Ich finde, japanische Künstler haben einen sehr guten Blick für tolle Melodien. Ja. Warum bin ich gehetzt, so als würde ich gejagt? Warum gehen meine Blicke im Zickzack? Mir ist schon, als spürte ich den leuchtenden Punkt, brennt zwischen meinen Schulterblättern. Weiß man's oder weiß man's nicht? Ich weiß zu viel, jetzt trübt sich meine Sicht. Und ich stolper ziellos durch den Wald, flieh vor rasender Gewalt. Und all die Stämme ziehen vorbei, wie Registriercodes, oh oh oh. Und meine Beine sind schwer wie Blei, doch ich muss weiter, oh oh oh. Weidmannsheil. Weidmannsheil fokussiert sich ein bisschen mehr auf dieses Gefühl des Verfolgtseins. Dieses Gefühl, das auch, glaube ich, sehr prägend für die moderne Zeit ist, dass man sich immer gehetzt fühlt und nie stehen bleiben kann, dass man immer das Gefühl hat, irgendwas sitzt einem im Nacken. Und ja, Weidmannsheil ist ja so ein Jägergruß. Und also man sagt Weidmannsheil, wenn jemand auf die Jagd geht. Und das ist quasi, man selber ist aber das Gejagte. Also Weidmannsheil ist der Titel und man selber ist aber das fliehende Objekt. Genau. Und viele Deutsche hören einfach nicht zu, wenn englische Texte. Also das geht da rein und da raus. Und das ist nichts, worauf man achtet. Und wenn man aber auf Deutsch singt, dann hören einem die Leute automatisch zu. Man kann sich den Texten nicht so leicht entziehen. Also ich habe am Anfang auch Englisch komponiert, weil einfach meine ganzen Lieblingsbands damals Englisch waren. Aber das ist einfach von mir, wenn ich schreibe auf Englisch, nicht so ehrlich, wie wenn ich schreibe auf Deutsch. ユーロ24。水曜日はフランス語。